An diesem Tisch gibt es stark verwurmte Beine. Ich habe zwar auch hier eine Einsatzarbeit vorgenommen, wo wirklich ein riesiges Stück auch fehlte, aber hier andere Stellen sind doch so, dass man eben nicht unbedingt Holz einsetzen muss, sondern hier wirklich mit einem Leimkit sehr gute Arbeit leisten kann. Bevor ich nun den Leimkit herstelle und auftrage, habe ich erstmal das ganze Bein getränkt, einfach mit Haut- und Knochenleim. Erstmal als gute Grundlage und dass einfach auch Leim überall in die Löcher schon mal reingelaufen ist und wirklich für einen guten Verbund auch sorgt. Man sieht ja hier an den Beinen auch einige Stellen, gerade am Rand, die schon doch größer ausgebrochen sind. Da muss natürlich dann auch mehr zweimal gekittet werden, sicherlich. Den Kitten schütte ich jetzt erstmal von meinem Knochenleim. Hier etwas in den Behälter, da habe ich heißes Wasser reingemacht und dann hier das Töpfchen. Jetzt erstmal davon was rein. Und jetzt kommt der Schleifstaub dabei. Sodass ich so eine Paste bekomme. Die setze ich wirklich so ins Holz fest, dass das Holz auf jeden Fall nachher wieder so stabil ist wie vorher, wenn nicht noch stabiler. Indem ich das jetzt hier im Wasserbad lasse, bleibt es schön weich und geliert nicht so schnell, dieser Knochenleim. Und ich kann ihn schön aufstreichen. Hier jetzt eine wirklich stark verwurmte Stelle. Das ist also auch schon wirklich so die Grenze, was man noch behandeln kann eigentlich. Denn meistens bricht dann eigentlich auch das Holz, wenn es noch stärker verwurmt ist. Aber es handelt sich hier wirklich um einen sehr schönen alten Tisch, den ich auch nicht im Kundenauftrag restauriere, sondern für mich selber. Selbst zu einem Verkauf würde der Preis wahrscheinlich zu hoch werden, da ich sehr viel hier dran arbeite, dass man natürlich auch den Preis gar nicht erzielen könnte, den man dafür haben müsste. Deswegen werde ich den selber behalten. Wahrscheinlich muss ich auch noch mal nachkitten. Zweites Mal. Nachdem ich jetzt das Bein eingekittet habe, ist hier oben natürlich jetzt schon alles geliert und wird auch schon hart. Jetzt will ich aber den Überschuss abnehmen, denn morgen wäre das ja alles so trocken, dann könnte ich es dann nur noch abschleifen. Das ist natürlich viel zu mühselig. Ich versuche jetzt also mit heißem Wasser all den Knochentautleim mit abzunehmen, der auf der Oberfläche ist, sodass nur in den Löchern dieser Kit übrig bleibt. Alle andere Kit, zum Beispiel Schiller-Kit oder auch irgendwelcher synthetischer Kit, der ist zu hart wie der Schiller-Kit oder er verbindet sich nicht vernünftig mit dem Holz, sodass es immer wieder zu Ausbrüchen nachher kommt. Braucht man nur dagegen zu kommen und schon bricht wieder ein Stück Holz ab. Hier mit diesem Haut-und-Knochenleim-Kit ist alles wieder ganz stabil. Man kann natürlich das Ganze auch gleich verreiben, wenn man will, indem man einfach das hier ein bisschen von dem Kit aufstreicht, dann gleich mit einem heißen Lappen hinterher geht und dann sozusagen das Ganze einreibt in die Poren, wie bei so einer Porenfüllung bei der Schellackpolitur, dass man hierbei jetzt halt nur
Kit hat. Natürlich relativ dünn jetzt das Ganze, aber es geht halt wirklich hier in die Holzwurmlöcher rein. Hier der fertige Tisch, gerade geölt. Ich habe doch nicht mehr gewachst. Die Löcher sind relativ gut zu. Auch hier am Bein kaum zu sehen, der starke Holzwurmbefall. Bei diesem stark verwurmten Rahmen der Türe von einem Vertiko kann man anders vorgehen. Da braucht man jetzt keinen Kit aus Haut- und Knochenleim, denn das muss alles nicht so widerstandsfähig sein. Da rammelt man ja nicht gegen wie gegen ein Tischbein. Hier reicht also wirklich so ein Schellack-Kit. Das ist einfach Schellack, wie man ihn flüssig bekommt im Handel oder auch selber herstellt. Also nicht verdünnt für die Politur, sondern im Originalzustand. Da ist dann einfach Schleifstaub eingerührt und dann macht man sich die Paste so, dass sie eben sich gut hier in die vielen Ritzen und Löcher einreiben lässt. Gleich nach dem Auftrag kann man am besten dann den Überschuss mit Alkohol abnehmen. Denn wenn man das den ganzen Tag drauf lässt, dann hat man viel zu schleifen. So hält sich das Schleifen dann wirklich sehr in Grenzen nachher. Nach dem Kitten und leichten Schleifen habe ich dann den Rahmen hier noch gewachst. Die Rückseite, wo nicht so viele Löcher sind, wachse ich sogar nur ausschließlich, ohne jetzt zu kitten. Das reicht hier auch völlig aus. Und so sieht man dann nachher kaum noch was von Holzwurmbefall am fertigen Objekt. Bei diesem Schrank hier liegt Hausbockbefall vor. Man sieht hier schon, da sind offene Gänge. Hier sind sie doch zu, aber man sieht hier diese krampfartigen Erhöhungen. Das ist so pergamentmäßig dünn. Und darunter hat sozusagen der Hausbock gefressen und hat gleich dann wieder Mehl ausgestoßen. Und das hat er wieder in die Gänge gestopft, sodass sie jetzt ein bisschen hochdrücken. Aber es ist natürlich alles loses Sägemehlzeug sozusagen. Und man hört das ja auch, dass sich das hohl anhört. Und die schneide ich jetzt einfach hier mal auf, weil ich das gerne verfüllen möchte, weil das mir so gar nicht gefällt. Dann sieht man auch gleich hier, wie das hier aussieht drunter. Aussaugen. Hier sieht man ja schon, wie groß der Schaden wirklich hier auch ist. Allerdings beschränkt sich das meistens auf den Splintholzteil des Holzes. Das ist hier Kiefer. Also hier im Kernholzbereich frisst er gar nicht. Also immer so dieser Splintholzanteil hier. Aber dann wirklich hier komplett unter der Oberfläche. Was kann ich nun machen, um diese Löcher zu schließen? Natürlich könnte ich hier was ausfräsen und neues Holz einsetzen. Oder eben kitten. Ich habe mich hier in dem Fall, weil es ja eigentlich kaum noch sichtbar ist, ist ja innen drin, nachher sind hier Regalbretter drin, ist eigentlich egal, sodass ich also hier auch kitten kann. Wenn ich jetzt allerdings so mir meinen Leimkit herstelle und nehme hier so Schleifstaub, der ist ja sehr fein, dann wird bei diesen großen Löchern hier das Ganze so sich doch beim Trocknen so zusammenziehen, dass wieder Risse entstehen. Von daher muss ich also eigentlich so eine Kittung zweilagig aufbauen. Also erstmal so ein
Unter- oder Grundierkit und dann diesen anderen nachher oben drüber. Für diesen Unterkit benutze ich jetzt, da könnte man also hier so Korkmehl benutzen, das ist ja auch schon relativ grob, oder ich nehme jetzt hier mal einfach mal Sägespäne. Also die sind jetzt, ist eben nicht so grob wie Hobelspäne, aber auch nicht so fein wie Schleifstaub, so Sägespäne halt einfach. Mache mir hier in mein Töpfchen heiß kochendes Wasser oder heißes Wasser. Schütte jetzt hier relativ dünnen Hautknochenleim rein. Und vermenge das jetzt mit dem Sägemehl. Damit der Kit jetzt gut haftet, will ich jetzt das Ganze noch mal vorher kurz durch einstreichen hier mit dem Hautknochenleim. Und jetzt diesen Kit hier einfüllen. Ja, am nächsten Tag sieht man ganz klar, dass es ganz schön nachgesackt ist hier. Ich habe leider vergessen, nach 2 Stunden hier mit einem heißem Wasser das abzuwaschen, also dass der Überschuss hier an den Seiten wieder wegkommt. So, da muss ich jetzt schleifen. Und wenn das dann einmal richtig getrocknet ist, dann ist es natürlich sehr schwer abzuschleifen. Aber das ging schon. Hat man natürlich jetzt hier hellere Stellen. Aber das Problem war, dass ich natürlich jetzt wieder in anderen Stellen, wo noch das Holz relativ dick war, kommt jetzt wieder hier diese andere Gegend zum Vorschein durchs Schleifen. Also ich wollte eigentlich ohne Schleifen hier das Ganze machen. Leider nicht dran gedacht, abzuwischen. Aber bei der zweiten Kittung jetzt will ich das auf jeden Fall nach 1-2 Stunden machen. So, diesmal mische ich also jetzt Schleifstaub hier rein. Nach 2 Stunden nehme ich jetzt den Überschuss hier mit heißem Wasser ab, aber selbst das war schon knapp. Hätte ich schon noch früher machen können, je nach Raumtemperatur wird es doch recht schnell hart, das Ganze. Man kann natürlich dann vielleicht sogar noch ein drittes Mal drüber kitten, das muss man halt abwägen, wie glatt man die Fläche haben will. Außen am Schrank gab es zum Glück nur eine Stelle, an der der Hausbock wirklich ganze Arbeit geleistet hatte. Hier eine Stelle unter dem Furnier, das Furnier saß gar nicht mehr fest, nur noch Gebrösel, kein Holz mehr. An dieser Stelle habe ich dann natürlich nicht gekittet, sondern hier ein Stück Holz eingesetzt und dann das alte Furnier wieder aufgeleimt.